Ab morgen läuft ein deutscher Film in den Kinos, der so ein wenig versucht, auf den Pfaden von Das schönste Mädchen der Welt zu wandeln. Und den habe ich ja geliebt. Und damit geht es hier jetzt um Alle für Ella. Ellas Alltag ist mit Schule, Jobben in der Pizzeria, ihrer alleinerziehenden Mutter bei der Arbeit auszuhelfen und anderen Verpflichtungen vollkommen ausgelastet. Zu ihrer Mutter hat sie aber ein liebevolles Verhältnis, auch wenn nie wirklich Geld da ist, um den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen, was Ella regelmäßig mit Charme erfüllt und das versucht sie auch zu verbergen. Dabei ist ihre große Leidenschaft die Musik und gemeinsam mit ihren besten Freundinnen spielt und singt sie in der Band Virginia Wolfpack. Doch als ein großer Musikwettbewerb bevorsteht und Ella den Gangster-Rapper Leon, besser bekannt als Alpha MK, kennenlernt, zeigt sich schnell, dass ihre Freundschaften nicht so strapazierfähig sind, wie sie dachte, ganz besonders mit Blick auf die Zukunft und der Ungewissheit, was nach dem Abi kommt. Alle für Ella geht 100 Minuten, ist ab 6 Jahren freigegeben und startet ab diesem Donnerstag, dem 8. September 2022 in den deutschen Kinos. Ist ein romantisches Drama mit starkem musikalischen Einschlag. Ehrlicherweise wusste ich nicht oder habe nicht gedacht, dass so viel Musik hier den Raum einnehmen wird. Ich würde fast auf 30 Minuten oder sogar mehr tippen mit reinem Gesang innerhalb von Alle für Ella und Lina Larissa Strahl, die ja viele sicherlich als Bibi aus dem Bibi und Tina Film kennt, hat einige Jahre lang Pause gemacht und kehrt jetzt zurück auf die große Kinoleinwand. Als eine junge Frau, die so ein wenig Orientierung im Leben braucht, beziehungsweise auch überfordert ist, weil sie überall in die Pflicht genommen wird, ihrer Musik und ihrer großen Leidenschaft kaum folgen kann. Wenn sie dann jemanden kennenlernt, der so ganz anders ist als sie, sie aber gar nicht so richtig weiß, wohin mit ihren Gefühlen und vor allem sie dafür vielleicht auch von ihren Freundinnen verachtet wird und auch die Frage im Raum steht, was passiert denn, wenn die Schule vorbei ist? Geht man getrennte Wege, geht man gemeinsame Wege? Dann ist klar, dass dieser Coming-of-Age-Charakter auf jeden Fall erst einmal für viele Probleme sorgt, vielleicht auch für großen Herzschmerz. Aber insgesamt ein Film ist, wo man erst einmal auch erahnen könnte, oh, das erinnert mich an Das schönste Mädchen der Welt. Das war ein großartiger deutscher Film. Für mich damals eine wahnsinnige Überraschung, auch ein Stück weit Entdeckung, weil nicht viele haben den gesehen, der quasi so eine Cyrano de Bergerac-Verfilmung war und über eine Dreiecksbeziehung erzählt und über viel, viel tolle Musik, die immer wieder ins Herz ging und die was Authentisches hatte. Und viele Elemente davon findet man nämlich auch in Alle für Ella wieder. Zumindest versucht das Theresa Hörl als Regisseurin, denn Musik ist hier nicht bloß ein zentrales Thema, wenn es darum geht, irgendwie musikalisch in dem Film voranzukommen, sondern um Gefühle zu verarbeiten, um aber auch ein wenig so einen eigenen Stil in der jungen Generation an den Tag zu legen, was aber oft schon allein daran bricht, dass dieser Film sich so abkrampft mit so einem Denglisch und einer pseudo-hippen Sprache, dass man immer nie das Gefühl bekommt, dass die Akteure selbst irgendwie diese Worte verwenden, sodass alles da immer hingehend sehr holprig und so sehr wirkt, wie von jemandem hingebaut, wie man sich vorstellt, wie die Jugend heutzutage spricht. Vielleicht bin ich auch einfach völlig neben der Spur und habe keine Ahnung davon. Auf jeden Fall geht nicht vieles ins Ohr an den Dialogen und bei der Musik zunächst auch nicht. Aber dann gibt es immer wieder sehr eingängige Songs, sehr eingängige Melodien und auch Hooks, wobei die Qualität da hier und da auch zu wünschen übrig lässt. Aber das hat mich dann tendenziell wieder überrascht und er gibt dann immer wieder auch seine süßen Momente, sodass Alle für Ella so ein Film ist, der ganz oft sehr vorhersehbar agiert, auch für ein jüngeres Publikum in erster Linie konzipiert ist, aber auch öfter mal was Herzliches mit sich bringen, wenn man 1 bis 2 Augen zudrückt, was die auch immer wieder holprige Art und Weise des Spiels angeht. Da reden wir kurz über den Cast. Lina Larissa Strahl, die viel anscheinend mit Gesang und Musik zu tun hatte, das nimmt man ihr zumindest ab, wenn sie hier in Alle für Ella die Hauptrolle übernimmt, hat ein Spiel, was auf jeden Fall im Vergleich zu dem Bibi und Tina-Film zurückgenommen und reduzierter ist, aber dennoch sich immer wieder auf sehr ähnliche Emotionen verlässt. Wenn es um Trauer, Enttäuschung, um Leidenschaft oder um Freude geht, erkennt man immer wieder so ein Abrufen der gleichen Art und Weise zu agieren. Das ergibt auf jeden Fall etwas, wo ich denke, da kann man dran arbeiten. Es könnte intrinsischer sein, es könnte authentischer sein und weniger von außen aufgesetzt, dieses Spiel. Sie trägt diesen Film damit okay, aber es reicht eben nicht, vor allem, wenn man hier immer wieder dieses Vorbild, das schönste Mädchen der Welt im Kopf hatte, wo wir einfach 2 wahnsinnig gute Hauptakteure hatten. Da ist das hier alles schon sehr viel zurückgenommener und auch einfacher, wenn es darum geht, diese Geschichte zu erzählen, die im Grunde mit den Konflikten, mit den Freundinnen und allem mal wieder so ein Punkt ist, wo
Probleme aufgeschürt und aufgebauscht werden, wo ein ehrliches Aufeinandertreffen und zu sagen, ey, ich habe das vor dem Leben und ich habe das vor dem Leben und trotzdem liebe ich dich und trotzdem mag ich dich und trotzdem möchte ich mich selbst entwickeln und hey, ich habe da jemanden vielleicht kennengelernt. Wenn man all die Sachen mal auf den Tisch brächte, dann würde man ganz viel davon ausräumen können, statt diese Sachen laufen zu lassen und im Grunde damit ein vorhersehbares Szenario zu kreieren, was dann ein Finale mündet, was ich dann relativ ernüchternd fand. Und da ist dann auch Saphira Roms, Marlena Becker und auch Tijan Marai als die drei Freundinnen, Romy, Sahid und Anis, die an der Seite von Ella sind, eben wie so eine Gruppe, die nie den eigenen Raum entfalten dürfen. Wenn es mal kurz darum geht, in die Zukunft zu schauen, dann bekommen sie vielleicht mal hier und da einen eigenen Standpunkt, aber im Grunde dienen sie nur unsere Hauptfigur so ein wenig zu charakterisieren und diesen Konflikt aufzubauschen. Gerade als musikalische Gruppe, weil ich auch das Gefühl hatte, ey, da steckt viel Talent drin und die spielen wahrscheinlich auch diese Instrumente teilweise tatsächlich, dachte ich, oh, dem sich so ein bisschen mehr zu widmen und diese Leidenschaft auch wirklich spürbar zu machen, statt das nur so abzurufen, führte immer wieder dazu, dass dieser Film auf der einen Seite weder ein richtiger Musikfilm ist, noch die Musik genug in den Film hineinpasste. Und das ist für mich so ein bisschen unrund. Gustav Schmidt als Leon finde ich auch so ein bisschen holprig. Also der coole Typ und Gangster-Rapper, der auch so ein bisschen herabwürdigend über Reinigungskräfte redet, wo ich dachte, schon unangenehm, ehrlicherweise, dafür, dass man aus wohlhabenden Hause kommt und im Grunde dafür erst einmal nichts geleistet hat. Und dann wiederum ist er so der sweete Typ, der auf eine ganz nette Art und Weise verständnis- und gefühlvoll ist und vor allem supportet und unterstützt, wo ich so dachte, das wirkt immer wie geswitcht von dem einen Part in das andere und nie wie eine Figur, die in sich stimmig funktioniert. Lavinia Wilson wiederum hat mit die stärksten Momente, wie ich finde. Sie spielt die Mutter von Ella und da glaube ich als einziges so richtig die Chemie, die zwischen Mutter und Tochter existiert und dass die beiden eben auch eine wichtige Verbindung haben. So, daran konnte ich mich einigermaßen aufhängen. Bei allen anderen Sachen finde ich es immer so in den Raum gestellt und behauptet, aber eher tendenziell schwerer zu adaptieren. Ansonsten sind noch ein Milan Peschel und ein Hanno Kofler dabei, aber das alles eher so in Nebenparts. Ansonsten rein filmisch für einen deutschen Film eine solide inszenierte Nummer. Hier und da immer mal wieder Musikvideo-Ästhetik, die dann auch recht schön aussieht, damit man auch experimentiert bei Auftritten und auch mal ein anderes Format geswitcht. Aber ansonsten ein Film, der sich, was die Farbgebung angeht, eher auf eine relativ bunte, aber nicht zu knallige Palette verlässt, um auch vielleicht eben jung zu wirken, eine junge Zielgruppe abzuholen. Das Szenenbild wechselt dann von Schule, von Probenraum zum Zuhause von Ella, der Pizzeria und diesem Bühnenwettbewerb, hat also seine 5, 6 festen Orte, an dem diese ganze Nummer stattfindet, ist die Musik natürlich ein sehr zentrales Thema. Und wie gesagt, zwischen eingängigen Liedern mit eingängigen Hooks, aber dann eher doch sehr einfachen Lyrics, schwankt das so ein bisschen hin und her und wirkt dann nicht besonders originell oder inspiriert, sodass ich immer wieder dachte, okay, hier bin ich dabei und hier bin ich raus und hier bin ich dabei und hier bin ich wieder da raus. Eher so ein Auf und Ab ist Kostüm und Make-up den Figuren eher angepasst und über Effekte müssen wir jetzt nicht großartig reden. Mag ich an alle für Ella die Musik punktuell, der Film hat seine süßen Momente und Themen, die vielleicht für die jüngere Zielgruppe so aufzuarbeiten okay sind, auch wenn ich ganz ehrlich sage, dass wie man Konflikte eingeht, könnte man eigentlich auch schon bei diesem Film, ich meine, es geht hier um Abiturientinnen und Abiturienten in dem Alter, anders erzählen und auch cleverer aufbauen und der Film ist insgesamt wahnsinnig vorhersehbar und dass vor allem die Chemie zwischen Ella und Leon für mich zwar behauptet wird, aber nicht richtig funktioniert, ist schon ein Knackpunkt für einen Film, der auch recht romantisch sein will. Er versucht so ein wenig auf das schönste Mädchen der Welt zu machen und weiß ich nicht, ob das ein gewolltes Vorbild ist, aber da reicht dieser Film bei weitem nicht ran. Und diese zwanghaft anstrengende Sprache, um hip zu sein, ohne dass sie wirklich so wirkt, als käme sie von innen heraus, macht das punktuell auch immer wieder anstrengend, das Seherlebnis. Am Ende bin ich bei Alle für Ella bei 5,5 von 10 möglichen Punkten als romantisch-musikalisches Drama, das eben in diesem Mix mal funktioniert und mal nicht, insgesamt 5 von 10 möglichen Punkten. Habe jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel erwartet von diesem Film. Er ist damit gerade so okay. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, den will ich unbedingt sehen, würde ich vielleicht die Erwartungen etwas herunterschrauben und dann eben tendenziell auch empfehlen, schaut euch mal lieber Das schönste Mädchen der Welt an, weil der ist fantastisch. Den haben viel zu wenig Leute gesehen. Und da bin ich am Ende meiner Review zu Alle für Ella, der diesen Donnerstag, dem 8. September in den deutschen Kinos startet. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.